Einer der beliebteren Multihoster auf dem Markt ist immer noch Linksnappy. Meine Tests waren zwar bisher immer ernüchternd, trotzdem erfreut sich dieser Multihoster nach wie vor großer Beliebtheit, da einfach viele One-Click-Hoster unterstützt werden. Ein weiteres Feature von Linksnappy ist die Unterstützung von Torrents. Also Linksnappy agiert dann wie eine Seedbox. Deshalb mache ich jetzt aber nicht dieses Video, sondern Linksnappy hat sein Browser-Add-on einmal überarbeitet. Und genau dieses Add-on würde ich jetzt nach dem Intro kurz einmal vorstellen. Viele Multihoster haben ja Browser-Add-ons. Manche sind hilfreich, manche eher weniger hilfreich. Bei Linksnappy liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Nehmen wir mal das Beispiel One-Click-Hoster. Hier bietet mir das Add-on eine Möglichkeit, alle Links auf einer Webseite zusammenzusuchen und die Links in das Add-on zu transferieren, um daraus Premium-Links zu generieren. Das hat jetzt in meinen Tests mit einem Pastebin eigentlich ganz gut geklappt. Problem ist halt aber ganz einfach, dass ich ja oft mehrere Parts habe, wenn es um One-Click-Hoster geht. Dieses Linksnappy-Add-on bietet mir dann nur an, dass ich diese Links dann eben im Firefox herunterladen kann oder natürlich im Chrome, je nach Browser, den man benutzt. Wenn man dieses Feature bei One-Click-Hoster nutzen möchte, macht es meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man zum Beispiel große Dateien hat, also die nur aus einem Part bestehen und wirklich nur ein Klick notwendig ist, die herunterzuladen. Habe ich mehrere Parts und ich muss die alle einzeln runterladen und dann auch noch entpacken, dann wird man zwangsläufig auf einen Download-Manager wie den JDownloader ausweichen. Eine andere Sache sind natürlich Torrents. Torrents sind entweder als Magnetlink vorhanden oder als .torrent-Datei. Ich habe auf ein paar verschiedenen Seiten rumprobiert. Mein Ergebnis war, dass das Ganze nicht so zuverlässig funktioniert. Wenn es dann aber funktioniert, dann habe ich immerhin die Möglichkeit, direkt abzuspringen vom Browser-Add-on zu dem heruntergeladenen Torrent. Das ist zwar ganz nett, aber am Ende springe ich halt auch wieder nur ins Webinterface. Da ich gerne mit möglichst wenigen Browser-Add-ons in meinem Browser unterwegs bin, muss mir so ein Add-on schon einen großen Mehrwert bringen. Und einfach nur, damit der Torrent jetzt zu Linksnappy geschubst wird, naja, da mache ich dann im Zweifel einfach ein zweites Browserfenster auf und lade ihn da rein. Wer natürlich viele Torrents lädt, der hat natürlich da einen deutlichen Vorteil von, vorausgesetzt, seine Torrentseite funktioniert eben mit dem Add-on. Der Linksnappy-Support ist aber auch ganz gut, also ich würde es mal versuchen, wenn meine Torrentseite damit nicht funktioniert, einfach mal den Support anzuschreiben, vielleicht kriegt man ja da geholfen. Was ist jetzt also das Fazit von diesem kurzen Video? Das Add-on ist eine ganz nette Ergänzung, kommt aber auf die persönliche Nutzung einfach an, ob man da wirklich einen großen Mehrwert rausziehen kann. Ich persönlich kann es nicht und Click-Hoster werden nach wie vor mit dem JDownloader bedient bei mir und da kann ich ja auch den Linksnappy-Account eintragen. Für Torrents würde ich das Add-on jetzt nicht installieren, da nicht jede Seite gut funktioniert hat und am Ende doch wieder auf die Funktionalität des Webinterfaces von Linksnappy zurückgegriffen wird. Ich freue mich natürlich auch über deine Meinung, vielleicht hast du ja auch andere Erfahrungen mit dem Add-on von Linksnappy gemacht, schreib's doch mal in die Kommentare.